man kan tage sådan nogle ting, så jeg kan holde det fint med mig. Så jeg tror, at folk er fint med mig. Das ist ganz unterschiedlich. Das ist von Konzentrationslage zu Konzentrationslage verschieden. Zum Beispiel galt das Konzentrationslager Mauthausen als Kz der Stufe 3, also der schlimmsten Stufe. Ja? Und in Mauthausen war auch die Mortalitätsrate unter Homosexuellen der höchste. Aber auch das nicht immer, also auch das nicht immer die ganze Zeit zulassen. Es ist auch schwer, das zu beurteilen, weil Aktenbestände fehlen, weil die Eingangsbücher und die Totenbücher schlecht oder schlampig geführt wurden, verloren sind. Also das ist oft Detektivarbeit, aber grundsätzlich, was sozusagen bislang die Forschung auch in Deutschland und wir hier also nicht nur wir, sondern alle, die sich mit dem Thema auch beschäftigt haben, herausfinden konnten, war die Mortalitätsrate unter Homosexuellen im Konzentrationslager am höchsten. Ja? Das steht jetzt im Vergleich zu anderen Gruppen, wobei ich jetzt gleich eine Ausnahme mache, nämlich die jüdischen Opfer und auch Roma und Sinti, also die Opfer rassischer, rassistischer Verfolgung, die kamen ja oft gar nicht sozusagen in die Konzentrationslager, sondern direkt ins Vernichtungslager. Aber innerhalb der Lagerstrukturen hatten es die Homosexuellen am schwersten. Obwohl es auch homosexuelle Kapos gab. Also auch das hat sich sozusagen nicht eindeutig. Ne? Das ist auch Statistik ist ein Grund, sage ich. Ne? Man kann zwar Aussagen von mir treffen, aber sie sind oft nicht so eindeutig, wie man sich das wünscht. Gut, Andreas, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für den Vortrag. Bei euch bedanke ich mich ganz herzlich fürs Kommen. Wenn man wenige Schilder aufgestellt hat, dass Menschen kommen, dann ist das immer ein gutes Zeichen, dass es großes Interesse hat. Dafür herzlichen Dank. Schönen Abend.